Eine quadratförmige Schleife hat eine Seitenlänge von 8 cm und ist senkrecht zu einem Magnetfeld von 5 mal 10 hoch minus 3 Tesla. Klein a, wie groß ist der magnetische Fluss in der Schleife? Klein b, die Magnetfeldstärke sinkt in 0,1 Sekunden auf 0 Tesla. Wie groß ist die induzierte Spannung in der Schleife während dieser Zeitspanne? Wir haben hier eine quadratförmige Schleife mit Seitenlänge klein a von 8 cm, das heißt 0,08 Meter. Das Magnetfeld B ist orthogonal zur Ebene dieser Schleife und die Magnetfeldstärke groß B beträgt 5 mal 10 hoch minus 3 Tesla. Die Zeitspanne Delta T beträgt 0,1 Sekunden. Die Variation von der magnetischen Feldstärke beträgt 5 mal 10 hoch minus 3 Tesla, denn die magnetische Feldstärke fällt von dieser Größe auf 0 Tesla. Gefragt werden hier in klein a der magnetische Fluss Phi, den wir in Weber ausdrücken, und in klein b die induzierte Spannung, die wir in Volt ausdrücken. Und um Phi und Uint herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln. In der ersten Formel ist Theta der Winkel, der gebildet wird durch den Vektor Magnetfeld und einem Normalvektor zur Ebene der Schleife. Dieser Winkel Theta beträgt 0 Grad, dessen Cosinus gleich 1 ist. Also, um in klein a Phi herauszufinden, berechnen wir einfach b mal a mal 1, also b mal a. Groß a, das ist klein a im Quadrat. Und jetzt brauchen wir nur groß b zu ersetzen durch 5 mal 10 hoch minus 3 und klein a zu ersetzen durch 0,08 oder auch durch 8 mal 10 hoch minus 2. Hier haben wir 8 im Quadrat, das macht 64, also erhalten wir 5 mal 64 mal 10 hoch minus 3 mal 10 hoch minus 4, also 5 mal 64 mal 10 hoch minus 7. Und so finden wir als magnetischen Fluss Phi 3,2 mal 10 hoch minus 5 Weber. In klein b nutzen wir die zweite Formel. Delta Phi, das ist genau diese Größe, denn der Fluss variiert ja von 3,2 mal 10 hoch minus 5 bis 0. Demzufolge können wir Delta Phi durch 3,2 mal 10 hoch minus 5 ersetzen und wir ersetzen Delta T durch 0,1 Sekunde. Und somit erhalten wir als induzierte Spannung 3,2 mal 10 hoch minus 4 Volt.